Ja, moin und hallo zum ersten Spielerinterview in dieser Saison. An meiner Seite Willi Afsejew heute. Willi, wir treffen uns hier an der Mittellinie in der Hensch Arena. Kannst du dir vorstellen, warum? Nee, eigentlich nicht. Nein, Spaß. Ja, ich kann es mir schon denken, um was es geht. Genau, es geht um dein Wahnsinnstor im Endeffekt. Du hast von hier ungefähr geschossen in die Richtung. Erzähl noch mal eben ganz kurz die Situation. Wie hast du es erlebt? Wie ist es auch dazu gekommen, dass du überhaupt von hier aus drauf geschossen hast? Ja, ich glaube, zunächst war es natürlich schon so ein guter Einstand, ne, für das erste Spiel. Es war erstmal, die Atmosphäre war geil und gleich auch zu Anfang habe ich gemerkt, dass da so eine Spannung ist, auch bei uns im Team. Und dann war der Zweikampf genau ein bisschen weiter hinter mir, da hinten. Und irgendwie, wir kriegen den Ball, ich nehme den mit und wollte da auch jetzt nicht zu lange laufen mit dem Ball und ein bisschen Kräfte schonen noch und versuche den Ball einfach nur aufs Tor zu bekommen. Und da habe ich ihn perfekt getroffen und dann sehe ich einfach nur, dass die Flugkurve genau passt. Und drehe mich schon weg, glaube ich, bevor der überhaupt drin ist, weil man das schon gesehen hat, dass er da reingeht. Ja. Dann war danach war eigentlich nur Glücksgefühle, ne? Ja, also für die Leute auf der Tribüne war der Ball eine gefühlte Ewigkeit in der Luft. Erzähl mal ganz kurz, wie groß war auch der Stein, der dir vielleicht von Herzen gefallen ist, vielleicht auch der ganzen Mannschaft von Herzen gefallen ist in dem Moment, als der Ball dann im Netz eingeschlagen ist? Ja, Stein hier würde ich jetzt nicht sagen, also Druck war jetzt auch nicht, war etwas da natürlich, ne? Aber ich glaube, als Mannschaft einfach, dass wir uns so früh belohnen konnten, war einfach geil und dann auch noch mit so einem Tor, da ist ja einfach, und dann diese Emotionen, ne, das hat uns auf jeden Fall dann nochmal einen Push gegeben, dass wir das dann auch weiter auf jeden Fall durchhalten, das Ergebnis. Ja, du hast die Emotionen angesprochen. Über 6000 Fans waren hier im ersten Spiel, jetzt nach dem Abstieg in der Regionalliga. Erklär mal ganz kurz, wie wichtig waren die Fans bei diesem Spiel, aber sind die Fans auch generell in dieser Saison? Ja, ich meine, also ich glaube, jeder von uns in der Mannschaft weiß, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass in der Regionalliga, dass man so einen Support bekommt und wir schätzen das sehr und sind auch natürlich sehr dankbar. Wir haben auch viele junge Spieler mit dabei, die vielleicht noch nicht so vor einer großen Kulisse gespielt haben. Und das ist einfach die Fans, das pusht einfach nochmal auch diese Emotionen, wenn man sieht, wie die auch auf der Tribüne mitgehen. Das ist einfach schon was Schönes und was den Fußball ja auch dann auch für die Spieler so schön macht. Ja. Jetzt steht das zweite Heimspiel vor der Tür. Bremer SV kommt. Wie bereitet ihr euch den Gegner vor? Und ohne zu viel zu verraten, wie wollt ihr auftreten? Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal harte Tage hinter uns. Wir haben letzte Woche hart trainiert, diese Woche auch wieder gut angefangen. Da denke ich, sind wir gut vorbereitet. Wir hatten jetzt auch ein bisschen Zeit, uns noch besser kennenzulernen, noch besser abzustimmen, wie die Abläufe sind. Und heute haben wir auch ein paar Videos von Bremer SV bekommen. Und ich denke, die Analyse wird dann auch bald kommen. Also nichts Neues, nichts Spektakuläres. Alles klar. Willi, dann herzlichen Dank, ganz viel Glück am Wochenende. Und jetzt erwarten wir natürlich alle dein zweites Tor, vielleicht diesmal vom 16er. Ich hoffe es. Alles klar, danke.